Türen zweimal am Tag zweimal am Tag durchreiben mit einem Ding. Dass die Wischeln gescheit angewaschen werden auf die Nacht vor Niederlängen. Am nächsten Tag, wenn einer kommt, dass er wirklich ein ordentlich, und was verwendest du da? Was für ein Brille oder? Schwefelsäure. Schwefelsäure. Das ist das Beste. Ach so. Das Förderbissel ist Ihnen vielleicht eher aufgefallen, aber Schwefelsäure. Aber ist recht hygienisch. Es ist hygienisch, ja. Ja, keine konzentrierte. Ja, eine Lösung. Die lasse ich mir am Chemikalischen Institut machen immer. Und die tun es am Gröller und dann. Oder na, alles anreiben. Alles anreiben. Alles, die ganzen. Die und das machen sie ja selber oder kommt der Jugo? Nein, Dirken habe ich jetzt. Ein Dirken. Noch stärker wie die. Nein, so wie, was das nächste Mal nehmen sie? Das nächste Mal nehmen sie noch Salz, oder? Ja. Salz, oder? Salzsäure, ja. Wir laden sie ins Wasser rein, um sein Chlor ein Chlor, dann wie ein Schwimmbad. Ach so. Das ist ein Trick. Was ist eine Salzsäure, ein Chlor? Eine Salzsäure, dann landen sie ins Wasser rein und dann haben sie ein Chlor angelegt. Was ist eine Salzsäure, ist ein Chlor? Na sicher, Natriumchlorid. Was glauben Sie, was das ist? Woher kennen Sie ihn so aus mit dem? Na, ich habe früher viel gearbeitet auch mit den Sachen. Was haben Sie denn da gemacht, Frau Bug? Na, Liegestütz mit Salzsäure. Ach so. Fahrradfahren mit Schwefelsäure. Ja, ach so, dass man mit den Händen, damit schwieriger wird, die Hände ins Salzsäure reinholen. Sicherlich, ja, das motiviert ja auch. Ja. Habe ich gestellt zu meinen Kunden, die was machen, Liegestütze, eine Wanne mit Salzsäure am Boden. Und wenn sie zusammenbrechen mit den Händen, dann gibt man es mit der Brust vorne ein in die Salzsäure. Ja. Ist mir keiner zusammenbrochen. Das ja, glaube ich. Ja. Oder ist einmal ein Stück leichter, dann ging es einfacher. Nach dem Zusammenbruch. Ja. Aber ich muss Ihnen auch sagen, das Ganze mit den Sportlern, ja, mit dem Doping, was ist, hat man auch gehört, dass die Läufer, ja, was mit haben... Mit dem Doping, Walter? Nein, mit dem Doping bei den Sportlern. Die Sportler, Doping, wenn sie nicht mehr Sachen, dass Drogen, das schneller werden. Ja. Ja. Haben sie einer... Haben sie eine Sendung, ja, Doping auf die Pups. Haben sie einer gemacht, ja. Die Läufer, haben sie einer in Arsch rein, haben sie einer gespritzt, ein bisschen Salzsäure, was der damit brennt, damit sie mehr Feuer im Arsch haben, das schneller rennen. Müssen sie einer vorstellen, ne? Nein, das stelle ich mir lieber nicht. Das kann man ich kann mir auch nicht vorstellen, was ich immer sagen von den Drogen, dass die wirklich vom Rauchen und so weiter schneller werden. Das kann ich mir genauso wenig vorstellen. Oder vom Heroin spritzen. Das glaube ich ja gar nicht, dass das wirklich. Das sind ja andere. Was? Das sind andere Drogen. Eben. Was für welche? Naja, was ich gerade gesagt habe, so eine kleine Verdünnung. Nicht, dass aufgehitzt wird, ja. Im Gesäß, ja. Sondern nur ein bisschen, ja, das brennt, das aufbrennt und das dann ordentlich angasen. Weißt du, man sollte so ein Feier im Arsch haben, ne? Ja, aber das kann nur was für die Sprinter sein, ne? Weil wir so ein 10.000 Meter Läufer, wenn der denkt, heißt mir, wenn der schon nach 100 Meter denkt, du, mir brennt das Arschloch, ich kann es gar nicht sagen, dann ist ja das, wenn er noch 9.000 Meter rennen muss. Ja, nein, die werden schon ihre Trick haben. Haben sie eigentlich, haben sie mit... durch die ganzen Drogen haben sie mal gewusst, Opa, ist gut, eins, der ist in meinem Herrn. Darfst du nur Fassl sein? Fassl ist gar nichts mehr drin. Ja, nur ein Zehner? Ja. Ja? Gut, ich muss schon gedacht, sie trinken wie ein Spatz, aber... Ja, ich sage Ihnen eins, Frau Bock, wir steuern, wenn es ein wäre gut. Ja, also von dem her, da darf ich noch immer sagen, dass wir... ich weiß es nicht, ich käme jetzt aus, aber ich darf mir schon sagen, dass wir Steuermann da schon mehr drauf haben, als die Wiener. Ja, das sind ja gut, das wäre sind ja nur Stadtkinder, ne? Die haben ja noch nie einen Wald gesehen, richtig unterwiesen. Ja, aus dem Fernsehen. Das ist viel Beton in der Stadt. Ja, ja. Das muss man schon sagen. Geben Sie mir ein 10er. Nein. 15er. Was haben Sie vorher gesagt? Ist eine Herrenportion? Eine Herrenportion ist ein 20er. Und was war es vorher? 25er. Nehmen Sie ein 25er? Ja, was haben Sie? Ist noch da schließe ich mich aber an, wenn wir eine Runde machen. Machen wir ganze von Buch an 25 Fassl. Das bringt ja jetzt, Frau Bauke, es ist ja nur überwischt. Ja, das ist gar nicht aufs Häuseln müsst. Wie macht's denn das? Das ist nur, ich war kein Blasen, wir zwei Groschenstickerl. Ja, naja, gut. Man ist, müssen wir sagen, eigentlich ja oder was haben. Ja, Groschen gibt's ja nicht. Na, 10, das ist ja, das ist ja. Aber ich sag da, in dem Intimbereich lasse ich ja die Währung umwechseln gar nicht ein. Ich soll mir dann auch was sagen. Früher hat man gesagt, wenn ich keine Cent habe, geh ich zum Zahnarzt, jetzt geh ich auf die Bank, ne? Ja. Sorry. So ändern sich die Zeiten, Frau. Ja, so ändern sich die Zeiten. Na ja. Na ja, was willst du machen?
Übrigens, Frau Bug, ich bin der Erhard. Grüß dich, ich bin die Ilse. Grüß dich, Ilse. Erhard. Erhard, ja. Erhard, grüß dich. Erhard. Das gefreut mich. Und ja, mit wem haben wir da die Ehre? Herbert. Servus, Herbert. Spassiger Name. Ja. Ja, also ich habe mir nicht selber ausgesucht, ich muss zugeben. Ach so? Das war, nein, das haben die Eltern gemacht, wie ganz klar war, haben sie sich überlegt, was wir für einen Namen geben. Und da haben sie gesagt, das soll was Lässiges sein, stattlich, man soll es nicht ankürzen können, ist so irgendwie auch in der Schule, dass man gleich, dass die anderen Kinder sich denken, boah, lässiger Name, den müssen wir ja aufnehmen und so. Und dann haben sie gesagt, ja, das passt eigentlich Herbert am besten. Ja, klar. Ja, und von wo kommt der Name? Ja, der kommt aus dem militärischen Bereich. Herr steht für Armee und Kampf und Militär. Und Bert, das ist jetzt, das steht für Lachen. Und für Herr Bert ist eigentlich der Mensch, der Mann, der über das Militär nur lachen kann. Ganz ein Batschi fies, ne? Ja, zu Hause sowieso so bequeme, so, also früher habe ich so viel zu Batschen gehabt, jetzt sind es ganz normale Lederbatschen. Aha. Ja. Na ja, recht haben sie, ne? Und ich manchmal, ne, Apache Fist bin ich eigentlich nicht, weil ich tue es meistens über die Fies, nicht über die Hände. Na ja, ich sag, jeder macht, wie er kann, ne? Jeder kann, wie er macht. Ja, es ist unpraktisch, wenn es dann die Botschen so über die ganze Hand haben, können sie nichts angreifen mehr, das ist ja Blödsinn. Das ist meine Meinung, jeder soll machen, wie er will, aber... Jeder macht, wie er kann, jeder kann, wie er macht, sage ich immer. Ja. Ja. Naja, sicher, kannst auch nicht immer so die gleichen Maßstäbe anlegen. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Frau Buck, haben Sie einen Hunger? Nachspeis vielleicht? Ja, was Saures vielleicht wieder, ne? Was Saures? Oder haben wir einen Cast da? Ja, was ich da habe, ich habe eine ganz herrlich bekannte Torte da. Eine bekannte, woher kennen Sie das? Eine Pikante. Pikante, das ist eine Knoblauchtorte. Ja, das ist ein Biskuitteig und drinnen sind ganze Knofelknollen, also nicht nur Zeichen, ja, das sind ganze Knofelknollen, die haben wir, die tun wir vorher auskochen, ein bisschen aber nur, damit der Geschmack nicht rausgeht. Ja, und die Torte ist, da sind quasi so im Kreis aufgelegt, sind 10 Knollen ganze, ja, und das Ganze vermischt mit aufgeschnittenen Zwiebeln und das schmeckt herrlich. Und obendrauf liegen ganz gute, wie heißen's? Die Schokobananen. Nein. Pfefferoni, genau. Na gut, ich hab gesagt, was ist zu, da gehen wir auf eine Torte, ne? Brauchst du nicht fluchen, gehen wir auf einen Kuchen. Also, das bin ich nur dabei, muss ich dazu sagen, wenn es nachher irgendwo ein Kaugummi-Soufflé gibt. Das ist von, das macht man, das hat sich so angekocht, das könnte man schlechten Noten machen. Den Nachspeis. Ja, aber ein Kaugummi-Soufflé habe ich da. Ja, aber gut. Das ist ein... Ist, was ist der Grüne von dem grünen Kaugummi? Was der Grüne ist ein Apfel. Nein, nicht, das ist kein Apfel. Der Pfefferminz. Ja, das ist der Weiße. Nein, das... Also ich kenne es nur von früher. Ich habe schon Jahre gehabt. Nein, ich hab die vom Wrängler. Die Kaugummi-Torten. Die sind super. Das ist so ein Kuchenblock. Ja, dann nehmen wir das dann, auch gleich, nee, beides zusammen? Und wenn ich einen Schlag dazu haben könnt, bitte. Na geh, sie sind ja so lieb, wieso soll ich ihn erschlagen? Na gut, ich habe es gerissen immer. Ein Schlag, was meinst du? Nein, Frau Buck, zwei Torten, Ilse? Ja, nimm mal, ja bitte. Ja, zwei, oder? Gibst mir zwei Torten und einen Schlag dazu. Ja, dann ist ich mit. Na ja. Ja, ich weiß nicht. Frau, ich glaube, zwei Tüten sind Ja, bisschen Appetit habe ich schon noch mitgebracht. Ich tue dann auf jeden Fall die Ding, die ist das Kaugummi so pflege, dann auf mich. Ja, wenn ich da die Frau Buck mit essen lasse. Naja, ein bisschen Brot habe ich schon noch im Bauch, ehrlich gesagt. Muss ich schon sagen, Herr. Ja, aber es ist von dem, ich sehe, was ich auch. Ob es nicht scheiter ist, wenn du selber ein bisschen nimmst. Du hast ja nicht mehr als zwei Torten, oder? Nein, aber ich habe andere so. Ja, was hast du denn noch? Naja, hat verschiedenste Sachen. Ne? Zum einen die Mannerschnitten. Zum anderen die Pfefferone. Ja, aber das ist. Hast du Lillipozare? Ja? Lillipozare? Fetzer? Hast du Fetzer? Ja. Naja, gut, wie viel hast du denn von denen? Die Fetzer ist es schon her. Das sind die kleinen Rollen. Wie viele Rollen hast du denn? Gut, dann nehme ich Cola-Flaschen vielleicht noch. Na ja, gut.
Was du aus der Packung? Ja, aber das ist jetzt zu hin. Wie viel sind da drin? 1000 Stück oder was? Du musst mal die Turten essen. Du musst ja schon die Turten. Ja, das ist Dekoration auf die Turten, auf ein paar Cola-Flaschen, das sind jetzt... Oh gut, das schaut brauchst, schon. Brauchst du kleinlich sein, Fizze. Brauchst du nicht nachher greifen. Ja, dann nehme ich die Fizze. Dann nimmst du die Fizze. Ich will den Kaugummi so fliegen. Ja, gut. Ja, gut, dann. Mahlzeit, sage ich, ne? Schmeckt's da? Na, ist schön ausgeführt. Ja? Na gut. Na, ist wirklich fein. Das glaubt man nicht, ist gut. Aber man riecht schon nachher, das muss man schon. Nein, ist auch gut, weil es gibt keinen schlechten Atem, es gibt nur falsche Nasen. Das muss ich schon sagen. Das ist durch die ganze Parfum, weil die Leute so viel Parfum auflegen immer. Ja. Jetzt ist man das nicht mehr gewohnt, ein Mensch riecht halt, ne? Das ist normal. Ja, ja sicher. Aber ich habe jetzt hinten noch einmal nachgeschaut. Ich kann Ihnen, ich kann dir, Herbert, ich kann da einen Essiggurkenauflauf machen noch. Das ist, das haben nur wir da am Würstelstamm. Das ist mir, das sind Essig, was? Seien wir nicht bei, aber das ist mir als Dessert zu pikant. Nein, das ist nicht pikant, das ist eine Mixtur. Nein, das sind, du musst Herbert, was rein süß. Also wenn ein Auflauf über ist, stößt man gleich her, bitte. Bist fisch. Ich sag dir nur vor, was das ist. Ja, das sind aufgeschnittene Essiggurken. Na schön. 10 Kilo. Ja. Und da drinnen, also dazwischen, zwischen die ganzen Essiggurken, haben wir 15 Kilo Zwiebel reingeschnitten. Ja, oder stellen wir es her. Ich will schon wegkommen. Dazu haben wir ein ganz herrliches aus der Steiermark, Olivenöl, eine. Das ist gut. Das wird kurz aufbraten, ja. Dann drüber haben wir einen Essig, einen guten, wie heißt der? Der bessere Essig. Hesperiden-Essig. Hesperiden habt ihr nicht gut, ja. Ja, ja, das klingt gut. Dann geben wir eine, das Ganze wird dann 2 Stunden gekocht, ja. Das macht meine Frau daheim. Und das geht dann wunderschön auf. Ja, dann probieren wir das. Ne? Ja, drüber eine Zuckerglasur und das gehen wir schon. Gut. Ja, gut. Das klingt gut. Ja. So, können wir jetzt einmal ganz kurz noch eine Zwischenabrechnung machen, weil jetzt haben wir schon einiges gegessen. Ja. Ich kann nicht mit der Karten zahlen eigentlich. Oder was hast du denn für eine? Ja, was du willst, Master Visa. Schnapskarten, Tarotkarten, weißt du? Ja, nein, gut. Ja, ich hab's alle dabei. Schnapskarten, Tarotkarten, Quartett. Nein. Suchst du das aus, Erhard? Wir nehmen eigentlich ja, alle Karten. Ja, dann nimmt er alle so. Oder Ansichtskarten. Aber, nein, schon die Kreditkarten braucht man eigentlich. Aber bei dem, was du jetzt gehabt hast, Ilse, müsst ihr das da behalten. Ja, dann bin ich auch drei Monate. Ist kein Problem, kurz ist da. Brauchst du einen Führerschein auch noch? Nur ganz den tue ich mir nur kopieren kurz. Ja, dann kopierst du auch. Da gehe ich nur hinterher ins Büro, ja, und tue mir kurz kopieren. Ja, kopier dann bitte. Alles klar. Ja, brauchst du die Karten, ne? Nein, für was nicht? Ich wohne gleich am Sieg. Da kann ich mir nichts kaufen. Kannst du immer hergehen, kannst du auf die Kreditkarten einkaufen. Hm? Ist eh praktisch, gibst du ihm die Kreditkarten und sagst immer dann, das und das würde ich haben. So, danke. Kannst du immer zum Billa gehen, kaufst du das bei einem. So, meine Lieben, es ist leider so, ich sperre immer zu um eins. Gell? Wir müssen langsam dann schauen, dass wir aufessen. Jetzt seht ihr langsam Appetit fällt eigentlich. Aber wenn es wollt, ich bin eigentlich immer da. Am Donnerstag mache ich immer länger, mache ich immer bis 1. Und auf morgen? Morgen in der Früh sperre um 5 Uhr auf. Ja, dann schau ich, dass ich um 5 Uhr wieder da bin, auf ein Jahr. Ja, ich muss nur kurz heim, ich schlafe nicht lang. Ich gehe heim, ich bin um 2 Uhr.